das ist natürlich blöd gelaufen jetzt. Kann man nichts machen. Einfach ein Quick Revive hinterher trinken. Auf X. Ach du Scheiße, ja. Wieder mal hier kein Aim. Aber da bekommen wir einiges an Punkte. Weil wir kommen da, schaut mir einfach einen Schuss hier, bekomme ich gerade hier 30 Punkte. Und das ist schon ziemlich chillig. Wow! Jetzt komme ich auch schon von der anderen Seite hier. Und wenn ihr angehittet seid, springt da nicht runter. Denn sonst, also ohne Chaga. Denn sonst seid ihr mal ziemlich schnell down. Obwohl die Double Pounds holen wir uns. Sehr nice. So, jetzt warten wir mal. Gehen wir hier rundherum. Da wird. Ah, hier ist ein Hammer. Da können wir auch noch ein paar Punkte. Wow! Oh, so. Und jetzt können wir uns gleich die Jawohl, Gabernacles holen wir uns. Gabernacles. So, jetzt können wir Punkte farmen ohne Ende, Leute. Jetzt, glaube ich, soll nicht allzu viel schief gehen, aber nicht in die Horde reinlaufen, das auf keinen Fall. Nein! Schade. Schade, ne? So, jetzt bekommen wir noch 800 Points, weil wir einen Double Points haben und einen Nuke. Und dann passt das auch schon. 2300 Punkte, wir brauchen noch ein ganz, ganz wenig, dann haben wir das auch schon. Dann haben wir auch schon Chaga und nachher sollte mal bis Runde 10 nicht schief gehen, dann sollte ich mal nicht down gehen. Und dann holen wir uns die Kiste, nehme ich mal an, so in Runde 10 werden wir dann schon so unsere 10.000 Punkte haben. So, noch einen Kill. Gehen wir schon mal rauf. Ah, hier ist schon einer. So. Lassen wir mal leben, den da unten. Und hier ist Chaga. Kaufen wir uns auf jeden Fall. Perks ist eigentlich unten, hier ist Speed Cola. Hier unten ist Quick Revive. Wow, wow. Ja. Und drüben ist Doppelfeuer. Double Tap. Doppelfeuer Malzbier, ja, genau. Für diese Leute, die sich fragen, ja, warum habe ich hier die Pistole als Waffe, wenn ich eigentlich keine Muni habe drin. Ist einfach so, dass man mit der schneller knifen kann. Dann kann ich einfach, wenn ich den hier geknifed habe, gleich den nächsten. So, und jetzt runter. Also wenn so viele kommen, einfach runterspringen. Ihr könnt da unten auch immer alle knifen. Jawohl, Double Points ist extrem geil dafür. Oben und okay, Insta-Kill bringt mir jetzt nicht sehr viel, aber weil ich eher das Insta-Knifen kann. Also die Gabernacles sind wirklich extrem geile Erfindung von Black Ops 2. Finde ich sogar eigentlich das coolste in Black Ops 2 Zombies, wenn ich ehrlich bin. Also das war wirklich die coolste Erneuerung. Das Bowie Knife gibt es zwar auch noch in wie heißt denn das? In Transit. Aber, und auch glaube ich, ich weiß nicht, in, gibt es sonst noch wo? Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, wo es gibt. Bevor ich irgendwas bevor ich Ihnen Blödsinn sage, sage ich lieber gar nichts. Und man kann auf jeden Fall bis unter 13 One-Hitten mit denen. Und das sind die 6.000 auf jeden Fall eine Investition, denn ihr seht schon, ich habe jetzt schon wieder 5.000 Money und wenn ihr jetzt bis Runde 10, das bis Runde 13, wenn ich jetzt immer knife, ist das schon extrem arg. Und ich habe mir dazwischen auch noch Chaga geholt, das heißt, wir müssen noch 2.500 abziehen. So, aber nicht einsperren lassen hier. Lieber auf der offenen Fläche. So. Ihr müsst nicht alle knifen, man kann auch, oh, Muni, das ich habe ja auch, achso, habe ich noch alles. Sehr schön. Da kann ich wieder mit dem hier ein bisschen farmen. Und jetzt tue ich immer einen Ravage laufen, damit ich alle hintereinander habe. Denn mit der Pistol so auf Einzelne zu gehen, ist natürlich behindert, weil sonst kommen sie von hinten und von überall. Ein bisschen hier zusammen sammeln, damit sie auch kompakter sind. Ihr kennt das ja alles von Town. So, hier warten. Und dann so knapp um die Ecke gehen, damit sie halbwegs zusammengeführt werden. Hier auch. Hier so hinunter. Also eher nicht nur geradeaus laufen, sondern auch so in Schlangenlinien, damit sie wirklich alle so hintereinander sind, genau. Und jetzt wieder zurück. Alter, da kommen die Punkte hin. Mit einem Schuss bekomme ich hier. Warte nochmal. Ja, 40 haben das Maximale an Punkten hier. Ich glaube, mehr geht mit der Pistole sogar gar nicht, weil es nicht durch mehr durchgeht einfach. So, jawohl. Oder vielleicht 50 geht sogar. Schauen wir mal. Keine Ahnung, ich habe jetzt nicht geschaut, wie viel das jetzt geben hat. So. Sehr schön. So. Auf jeden Fall ein paar Knives. Achso, boah. Ja. Und jetzt, wenn ihr Knives, dann müsst ihr schauen, dass ihr irgendwie so einzelne bekommt. Denn ihr seht schon, ich gehe einmal rein, habe gleich mal 3 Hits auf dem Buckel. Da ist natürlich der Rape Gen nicht das Ideale dafür. Und ich schau mal, dass ich hier mal ein paar kill.
und dann den ersten Knife, den, und jetzt sind sie nur noch wenige, jetzt kann man sie ganz gechillt und easy knifen alle. So, down ist er. 10.000 Punkte jetzt schon in Runde 8, finde ich auf jeden Fall cool. Ich würde sagen, in der nächsten Runde lassen wir einfach einen über und holen uns nachher die Kiste. Aus der Kiste können wir vielleicht Regan oder sowas bekommen. Wäre ganz gechillt, glaube ich. So. Wo ist jetzt jemand? Hallo. Bisschen repairen hier. Gibt uns ja Punkte, wir brauchen Punkte. Denn ich glaube, wir müssen, also wir haben Perks. Also wie gesagt, also die Punkte bekommen wir hier eben durch die Gabernacles sehr, sehr schnell. Am Anfang der Runde würde ich euch immer eben empfehlen, mit denen zu knifen und danach eben einen Rape-Chain zu machen, wenn mehr kommen, wenn ihr das nicht mehr ganz kontrollieren könnt. So, jetzt beginnt er schon langsam, ja. So, jetzt sind sie aber noch relativ wenige. Jetzt kann man sie noch halbwegs knifen. Aber lieber in Bewegung bleiben, denn wenn man hier steht, kommen von hier überall die Zombies. Insta-Kill auch noch jetzt, nice. So, down! Fuck, 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 fuck. So, sehr nice. Sehr gut gemacht. Und wo sind jetzt noch andere? Kommen noch welche? Ihr könnt immer die neu dazukommen, auf jeden Fall knifen. Oder die einzelnen wie hier. Aber wie gesagt, nicht irgendwie einsperren lassen oder so. Man kann auch den Rape Train, wenn ihr jetzt nicht um den Ding da laufen wollt und den schneller machen wollt und kompakter, könnt ihr auch hier so Achter laufen. Ist auch ganz cool. Ist schon aus die Runde hier. Ach so. Ach so ist das, ne? Down ist er. Der ist auch noch down. Max Ammo. Ja, aber wir holen uns trotzdem mal neu. Weil wir können ja hier, die Pistole bringt uns eigentlich nicht viel. Denn wir können ja nicht aufpunchen hier auf der Map. So, ho. Das war der letzte jetzt, oder? Nee, doch nicht. Jawohl. Hamre. Finde ich cool. Wo ist er jetzt hier? Ah, den knifen wir noch einfach so. Sehr nice. Runde 9. 15.000 Punkte, das geht ja ganz schön ab hier. Und falls ihr irgendwelche Tipps mitnehmen könnt hier, oder falls ihr auch noch Tipps habt für andere Leute, die nicht so erfahren sind und gerne mehr Zombies zocken würden, schreibt ihr auf jeden Fall auch mal in die Kommentare. Wie gesagt, ich kann nur Tipp geben hier, Punkte farmen, nachher in die Kiste gehen und eben coole Waffen holen, so wie ich hier die Hamre habe. Aber vielleicht bekommen wir nachher noch die Raygun. Ich meine, ich mag zwar die Raygun nicht so, weil ich mich oft selbst damit kill, aber sie ist natürlich schon extrem stark. Wow, und das passiert, wenn man nicht aufpasst, ja? In den höheren Runden, wie gesagt. Ich könnte zwar jetzt noch knifen, aber ist nicht so vom Vorteil. Und das Problem ist, bei der Map ist eben, dass man sehr, sehr leicht eingeschlossen wird. Und wenn man dann in hohen Runden, da man nicht punchen kann, hat man eben keine allzu starken Waffen. Und man kann sich aus diesem Käfig dann aus Zombies nicht mehr befreien. Wie es jetzt zum Beispiel bei Mob of the Dead ist mit der Plunder geht. So. So, und hier rein. Ballern einfach. Aber ich werde jetzt mal die Hamre leer schießen, denn ich werde mir als nächste Runde statt der Hamre wieder was holen. Oder statt der MP5, meine ich. Aber dann müsste ich ja die MP5 leer schießen eigentlich. Ja, habe ich eigentlich recht hier. Also, ergibt mal Sinn wieder mal. Meine Theorien. Ich schon aus jetzt wieder. Warte, mach ich mal hier einen Crawler. Jawohl. Sehr nice. Genau, einen Crawler haben wir. Der muss jetzt elendigst sterben. Wir schießen mal im Kühlschrank hier, aber cool ist sicher. Oh, was ist denn das? Ist ein Fingerabdruck? Also ein Handabdruck, ein Blutfarben. Ich bin gespannt. Kann dieser Crawler hier raufspringen? Wo ist er jetzt? Achso, der ist schon da! LOL! Warum ist der so schnell? Fuck, was war das? Ich will sehen!